schreibt jemand, wenn der Vibe in 2 Wochen kommt. Wie ist der, heißt der Entwickler noch? Schreibt mal gerade, ich dachte laut ZJ kommt kein Vibe. Es ist jetzt nämlich doch wieder, das ist genau das, was ich mal sagte, die Entwickler wissen selbst oft nicht, was jetzt eigentlich Sache ist. Weil mal heißt so, mal heißt es kommt ein Vibe, dann heißt es kommt kein Vibe, dann heißt es es gibt ein Vibe für die, die für diejenigen, die Server-Hopping gemacht haben. Das nur naja, die ändern ja auch ständig die beziehungsweise ihre Meinung. So, jetzt aber genug gechattet, wir sind hier am Spielen. So, wir haben eine ein bisschen Thunfisch gesammelt. Oh. Wie sehen Sie denn aus? Also, 2. November, das heißt dann, dass die Beta wohl scheinbar wirklich am 2. November dann mal startet. Was? Moment. 2. November? Ist ja nicht so, als hätten wir schon 13., aber... wahrscheinlich eher 2. Achso, der... Es wurde wohl am 2. November angekündigt und am 8. November für Upsa festgelegt, dass es ein Vibe gibt. Was bedeutet, liebe Freunde, dass ich... Oh, Wasser? Dass ich dann am nächsten Tod oder beim nächsten Zugriff aufs globale Inventar die... Wow. Ich dachte gerade, kommt durch die Wand. Ja, hey, hallo, hier bin ich. Dass ich dann die... ein paar Waffen aus dem globalen Inventar rausziehen werde und... ein bisschen... ja, ein bisschen um mich rumballern werde. Weil wenn es eh nichts bringt, wenn eh gewiped wird, wenn eh gewiped wird, dann macht das Ganze keinen Sinn. Ich renne hier wieder sehr kopflos in der Gegend rum. So. Sehr schön. So, Bandagen habe ich immer hier auf dem Quickslot am liebsten. Hat mir eben auch nichts gebracht, weil ich Idiot gesprintet bin. Und wenn man sprintet, kann man keine Items benutzen. Das ist leider etwas schade. Naja. Sonst hätte ich das eben eventuell noch überlebt, weil ich hatte genügend Painkiller, genügend Bandagen und so weiter. War leider nur zu dumm, um es zu benutzen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es noch versucht, aber... wie gesagt, beim Sprinten funktioniert es nicht. Oh, da ist eine Soda drin. So... das ist gut zu wissen. Smallville, wo ist das noch gleich? Hier, okay. Dann weiß ich schon mal, wo ich nicht hingehe. So, da. Hey, Mister. Dun, 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 dun. Wo bist du hin? Ach, wo?
Ich will ihn ja erst nicht töten oder so. Oh, da liegt ein Backpack. Ein kleiner Backpack. Okay. Ich glaube, der hat irgendwie eine Waffe. In der Hand. Ein Hammer. Oder? Hat er? Nee, sieht nicht so aus. Als hätte er irgendwas. Gut. Man muss nicht unbedingt die Spieler töten, aber man sollte nie vergessen, dass sie da sind. Gucken, ob da nochmal was Neues gespawnt ist. Hammer wäre wirklich nice. Oh ja, sehr schön. Oatmeal. Painkiller. Chips. Soda. Ein Hammer wäre nice. Verdammt. Hammer oder eine andere Waffe. Ich renne hier wieder rum wie von der Tarantel gestochen. Blöder Zombie. Guten Tag, Mr. Anderson. Ich habe Sie erwartet. Hinten liegt wieder eine in Wehen. Bim, 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 bili, di. Wohin will ich eigentlich? Die andere Richtung. Hat die mich jetzt gehört, weil ich gesprintet bin? Ja. Boah. Di, 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 di. Oh. Di, 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 di. Haha. Brauche ich immer noch in die richtige Richtung? Ja. Haha. Ich könnte ein Arschloch sein, ein paar Zombies zu ihm locken. Das mache ich jetzt auch. Hey, Zombie. Dim, 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 dim. Oh verdammt, das ist missglückt. Das hängen die beiden Zombies mir an der Backe. Verdammt. So eine Scheiße aber auch. Wo sind sie? Wo sind sie? Boah. Die einen beiden haben hinten abgehängt. Aber die Lady da. Disney Star Wars! Come on, bitch! Moment mal, ich hab doch gerade was gesehen. Da sieht man ja die Gedärme. Hab ich vorher noch nie entdeckt. Gerade zum ersten Mal. Schick, schick. Obenrum hat es auch ein bisschen was. Aber die ist mir ein bisschen zu angenagt. Ich dachte gerade, da hinten läuft der Slenderman. Meine Fresse. Wie weit ist es denn zum nächsten Örtchen? Delta Peak. Delta Peak war, glaube ich, dieser vorgeschobene Militärstützpunkt oder was auch immer. 34 Spieler, 35 mit mir zusammen, ja. Fast Maximum. Ich glaube 40 oder 45 ist, glaube ich, momentan Maximum. 40, glaube ich. Ja. Zirp, zirp, wie viel Uhr? 2:30. Zirp, zirp. Aber wisst ihr, was wirklich echt cool wäre? Das könnte ich eigentlich mal ausprobieren, ob das geht. So ein Zombie-Spiel wie dieses hier in 3D. Ich habe ja so eine 3D-Brille von Nvidia. Gut, die Augen tun nach einer Zeit weh und es
soll ja auch nicht so ganz fürs Gehirn sein, nicht so ganz gut fürs Gehirn sein, ja. Man merkt schon die Schädigung, ich vergesse einfach irgendwelche Worte. Ja, aber es wäre bestimmt mal lustig. Ich habe eben noch mit so einer, ja, so einer simplen 3D-Brille mit einem blauen und einem roten Glas, so ein Anaglyph-Dings da, Anaglyph 3D, habe ich eben mal Minecraft ausprobiert. Das sah vielleicht, also, man muss sich, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, sieht's richtig geil aus. Aber man hat ständig das Gefühl, als würde man schielen, was wahrscheinlich auch gar nicht so weit hergeholt ist. Ich habe es auch gemerkt, als ich die Brille nochmal abgenommen habe, haben mir so, ja, so 3 bis 5 Minuten, was ein ganz komisches Gefühl in den Augen. Also hat so einen Druck in den Augen gehabt. Das war jetzt auch nicht so toll. Oh, verdammt. Der Holzfäller-Zombie. Sieht aber noch ganz gut aus eigentlich. Oh, verdammt, 2. Verdammt, was habe ich getan? Und ein Soldaten-Zombie. Mit einer Taschenlampe, sehr toll. Warum sind die alle so riesig? Boah, verdammt. Bandagen lohnt sich noch nicht. Ja, ich glaube, mit 3 Zombies ist das, wäre das hier jetzt schon ziemlich... Oh, jetzt brauche ich die Bandagen aber. So. Ich denke, mit 3 Zombies, da hätte man ziemlich gelitten. Oh, verdammt, jetzt bräuchte ich nochmal Bandagen. Ah, ich habe doch Painkiller eben aufgesammelt. Hier, use. Ja, immerhin etwas. Geld fallen lassen vielleicht, so wie alle anderen Zombies. Zombies, ich rede wie ein Besoffener. Getal. Spanisch ist das, gell? Was liegt denn da? Painkiller. Down, down, down. Ah, diese Sounds. Ich hasse das. Das ist wie bei... Da war noch ein Zombie drin rum. Painkiller. Sehr schön. Noch mehr Painkiller und Antibiotika. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt schon Antibiotika gesagt habe, bevor man es eigentlich richtig gesehen hat. Man kann es eigentlich ganz gut erkennen, denn Antibiotika ist eine orangene Dose. Und das hier ist zum Beispiel Painkiller. Painkiller sind blaue Dosen. Jetzt gucke ich mal, was ich hier benutzen oder wegwerfen kann. Hier ist Bandagen. So, also nicht ist Bandagen, sondern ihr wisst schon. Was haben wir hier noch? Ein Boni Desert. Lustig, da sieht man die Haare durch. Cool. So. Ist hier sonst noch was? Nee. Da hinten ist noch eine Polizeistation. Cooler Soldaten-Zombie. Das sieht wirklich cool aus. So bauchfrei, das ist ganz neue Mode unter den Zombies. Der modebewusste Zombie von heute trägt bauchfrei. So ein Skin müsste es geben, so als Spieler. Na gut, die Schuhe sind vorne ein bisschen dick, aber wer weiß, was da so alles drin ist. Mein Gott, warum erschrecke ich mich immer so? Oh, stirb doch, mein Gott. Also, stirb nochmal. So. Was liegt denn da hinten? Ach, nix, nur eine Kiste. Vielleicht schleiche ich mal besser ein bisschen darum. Bevor ich gleich die ganze Zombie-Schaft an meinem Allerwertesten hängen habe.